Studieren, so geht's. Studienfinanzierung. Wie alles im Leben kostet auch ein Studium Geld. Viel Geld. Auch wenn keine Studiengebühren verlangt werden, braucht jeder Student Geld fürs Leben, Wohnen, Essen und vieles mehr. Rolf Dobischat, Präsident des Deutschen Studentenwerkes, schätzt die Kosten auf etwa 46.000 Euro für ein 10-semestriges Studium. Aber woher kommt das Geld, das Studierende benötigen? Dieser Frage wollen wir in diesem Film nachgehen. Doch zunächst wollen wir sehen, wofür man das Geld braucht. Dazu sehen wir uns einmal den Durchschnittsstudenten näher an. Der braucht 281 Euro für die Miete, wenn er oder sie nicht mehr zu Hause wohnt, 159 Euro für Essen, 35 Euro Telefon und Internet, 63 Euro für Ausgehen und andere Freizeitaktivitäten, ca. 51 Euro für Klamotten, 81 Euro, um von A nach B zu reisen und ungefähr 33 Euro für Bücher und andere Unterrichtsutensilien. Somit ist ein monatlicher Bedarf von mindestens 703 Euro gegeben. Klar, es hat einige finanzielle Vorteile, wenn man studiert. Am günstigsten ist das Wohnen in einem Studentenwohnheim. Wenn man doch noch in der Mensa essen geht, wo ein Essen etwa 3 Euro kostet und das Glück hat, ein Semesterticket zu haben, mit dem man weit reisen kann, kann man schon eine Menge Geld sparen. Solange man noch keine 25 Jahre alt geworden ist, bleibt man wie als Schüler weiter krankenversichert. Aber woher kommt das Geld nun für ein Studium? Jobben neben dem Studium wird immer wichtiger. Mehr als 65% tun dies. Das ist gut fürs Selbstbewusstsein und hilft oft später beim Übergang in der Arbeitswelt. Wenn ihr in einem Kalenderjahr monatlich nicht mehr als 400 Euro verdient habt, bis zu 4.800 Euro im Jahr, wird euch das Kindergeld nicht gestrichen. Arbeiten muss auch mit dem Studium vereinbar sein. Und woher kommt der Rest? Zunächst einmal gibt es Kindergeld in Höhe von 184 Euro. Für das, was noch fehlt, sind die Eltern zuständig. Die Eltern geben nach wie vor bei über 85% der Studenten den höchsten Betrag. Sollte das Einkommen der Eltern nicht ausreichen, kann es möglicherweise eine Unterstützung durch den Staat geben, in Form von BAföG. Der Höchstbetrag liegt hier bei 670 Euro für jemanden mit eigener Wohnung. Wohnt man noch zu Hause, liegt der Betrag bei 495 Euro höchstens. Dazu verdienen darf man höchstens 4.880 Euro im Jahr, das heißt 406,66 Euro, ohne das, was abgezogen wird. Die Hälfte des erhaltenen Geldes müsst ihr dann nach 5 Jahren nach Beendigung eures Studiums in Raten wieder zurückzahlen. BAföG ist zinslos, das bedeutet, dass ihr für das Geld keine Zinsen zu zahlen braucht. Das Höchste, was ihr maximal an BAföG zurückzahlen müsst, liegt bei 10.000 Euro. Unbedingt beachten. Euer eigenes Vermögen darf bei Antragstellung nicht höher als 5.200 Euro sein. Ob ihr es bekommt, könnt ihr bei bafög-rechner.de/rechner erfahren. Nun zu den anderen Quellen. Stipendien bieten eine weitere Möglichkeit, ein Studium zu finanzieren. Der Weg, um an ein Stipendium zu kommen, ist oft steinig und setzt eine Menge Mühe voraus, kann sich aber durchaus lohnen. Rund 2% aller Studierenden erhalten zurzeit ein Stipendium. Eine weitere Möglichkeit, um an Geld zu kommen, sind sogenannte Studienkredite. Viele Banken bieten mittlerweile zinsgünstige Kredite für Studenten an. Aber Vorsicht, hier müssen bei der Rückzahlung auch Zinsen bezahlt werden. Das kann dann schon mal recht teuer werden. Jedes Jahr untersucht das CHE alle Kredite. Prüft, bei welcher Bank ihr die besten Konditionen erhaltet. Nähere Infos dazu findet ihr auf unserer Website finanzieren-studium.de. Thank you.